nehme ich euch mit auf Kefalonia. Kefalonia liegt im Ionischen Meer und ist die größte der Ionischen Inseln. Ich habe für euch meine 9 Highlights herausgesucht, die ich euch in diesem Video vorstellen möchte. Der Myrtos Beach. Man nennt ihn auch den Strand der 1000 Farben. Dieser Strand ist für mich ein absolutes Highlight und ich denke, man sieht es auch in den Bildern. Als nächstes möchte ich euch 2 touristische Attraktionen auf der Insel vorstellen. Die erste ist der Melisani Lake. Es ist eigentlich eine Höhle, die mit Wasser gefüllt ist und da die Decke eingebrochen ist, fällt das Sonnenlicht auf das Wasser und es ergeben sich so schöne Lichtspiele. Die beste Zeit für einen Besuch ist natürlich dann, wenn das Sonnenlicht am höchsten steht, also im Hochsommer und zur Mittagszeit. Die zweite Attraktion ist die Drogorati Cave. Diese befindet sich ganz in der Nähe des Melisani Lakes und somit können diese 2 Highlights auch gut miteinander verbunden werden. Die nächsten 2 Ortschaften, die ich euch vorstellen möchte, spiegeln für mich den typischen griechischen Flair wider. Die erste Ortschaft ist Assos. Hier seht ihr ein Bild davon und die typischen bunten Häuser. In diesem Bild seht ihr Fiskaro und den Hafen mit den Fischerbooten. Ich liebe das griechische Essen und die Tavernen. Von einem griechischen Salat mit Pitabrot kann ich mich den ganzen Urlaub über gut ernähren. Wir haben meistens viele Vorspeisen bestellt und die dann gemeinsam aufgeteilt. Zu einem Griechenland-Urlaub gehört für mich auch einen Orange Ouzo. Das schmeckt jedoch nur in Griechenland so gut. Die Hauptstadt von Kefalonia ist Agostoli. Hier könnt ihr am Hafen riesige Schildkröten beobachten, die am Morgen um die Fischerboote herumschwimmen. Tagsüber oder auch nachts könnt ihr dann durch die Einkaufsgassen schlendern. Jetzt möchte ich euch noch 2 Strände vorstellen. Der eine Strand ist der Xi Beach, der befindet sich auf der Halbinsel Lixouri. Dieser ist bekannt für seinen roten Sand. Es kann auch sein, dass ihr hier Menschen seht, die sich mit dem grauen Schlamm eincremen, da dieser als Sonnenschutz und auch als Hautpflege verwendet wird. Einen weiteren Strand, den ich euch vorstellen möchte, ist der Antisamos. Dieser liegt sehr schön in der grünen und hügeligen Landschaft Kefalonias. Es ist ein Kiesstrand und es gibt hier Liegen und eine Strandbar für die Verpflegung. Als letztes möchte ich euch den Mount Enos vorstellen. Nur schon die Fahrt dorthin war für uns ein reiner Spaß. Man kann hier Wanderungen unternehmen und bei klarer Sicht hat man einen wunderschönen Blick auf die Insel. Zum Schluss möchte ich euch noch sagen, dass Kefalonia von der Größe her recht überschaubar ist. Das heißt, ihr könnt all diese Orte mit einem Mietwagen gut erreichen.